Guten Abend beim Sport. Nach dem tödlichen Unfall von Alois Lipburger herrscht tiefe Betroffenheit. Der Cheftrainer der österreichischen Skispringer ist gestern Nacht auf der Heimfahrt vom Weltcup-Springen in Willingen in Deutschland ums Leben gekommen. Er erlag seinen schweren Kopfverletzungen. Lenker Martin Höllwart und Mitfahrer Andreas Witthölzl erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen.